Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Trainbags Back. So, wir sind mal wieder hier schön dabei am Gucken, was denn hier so läuft. Ist da noch irgendwie was drin? Ja. Ja? Ah, jetzt macht er was. Okay, die Anlage hier läuft schon durch. Perfekt. Gut, ich möchte euch mal zeigen, was aus der großen Quarry, die habe ich nämlich zwischenzeitlich mal abgebaut und in diesen Backpack hier einsortiert. Denn so alles rausgekommen ist, da hätten wir dann zusammengefasst das hier ganz grob gesehen. Wir haben also ein paar Diamanten, Emeralds, Malachite, haufenweise an Obsidian. Das hat das Gute, dass da nämlich das Meer das Wasser runtergespült hat. Und ja. Viele schöne andere Sachen. So müssen wir mal schauen, wo wir dann die Quarry als nächstes hinstellen. Das werde ich dann auch demnächst einsortieren. Das hier ist dann im Prinzip so der Aufbau, den man für die Quarry braucht. Das heißt, ja, damit läuft sie an sich zwar langsam, aber sie läuft, weil nur mit einem Low Voltage Solar Panel, ja, geht nicht so extrem viel. Und das kommt hier schön in die Werkzeugkiste hinein. Weil ich habe jetzt nicht vor, in der Aufnahme die Quarry neu aufzustellen. Dementsprechend, ja. Hey, wo ist das ganze Essen hin? Und die Vogeln? Ob ich keine Vogeln mehr oder was? Ah. Muss man einfach nur die mitnehmen, die man hat, ne? Das muss ich auch mal irgendwie rüber sortieren. Ach ja, momentan kriege ich es irgendwie nicht so ganz gebacken, korrekt aufzunehmen, weil es ist jetzt irgendwie kurz vor 11 oder 20 vor 11 oder sowas. Morgen muss ich eigentlich wieder sehr früh im Büro sein, so um, ja, nachdem wir mit dem Auto mit der Autobahn durchkommen, so um 10 nach 7. Das heißt, wieder früh aufstehen und eigentlich muss das Video bis morgen noch hoch. Das heißt, wenn ihr das seht, da ist es noch ganz warm, frisch aus dem Ofen im Prinzip. Ich hoffe, das funktioniert heute noch alles. Ja, meine Zeitplanung ist momentan ein wenig quer. Dementsprechend bitte nicht wundern, falls es irgendwann mal einen Tag keine Folge geben sollte. Nicht böse sein. Ich versuche es zu vermeiden, euch jeden Tag was zu bringen. Aber ja. So ist das eben momentan. Ich bin jetzt übrigens gerade im Überlegen, wie ich das hinbekomme, dass das Wasser da nicht durchtropft. Weil, wenn ich hier den Pool hinbauen möchte, muss ich das eigentlich um 1 höher setzen. Das heißt, ich könnte eigentlich dieses Holz hier um... Aber dann wird der Pool so klein. Weil eigentlich muss ich um 1 nach hinten, sonst sieht es blöd aus, wenn ich hier noch eine Schicht drauf setze. Oder wir probieren das einfach mal aus. So, worüber ich jetzt mal ein bisschen reden wollte. In letzter Zeit kriege ich extrem viele Anfragen bezüglich irgendwelcher Netzwerke. Und mit in letzter Zeit meine ich so die letzten 2 Tage. Kamen einfach mal innerhalb von 24 Stunden 3 Anfragen von verschiedenen Netzwerken und dieses und jenes. Das gibt mir schon ein bisschen zu denken, weil warum kommt lange Zeit gar nichts und dann kommen geballt extrem viele Anfragen? Ich glaube fast, dass sich irgendwie jemand eine kleine Masche gesucht hat, um da ein bisschen Geld abzugreifen. Weil so groß ist mein Account jetzt auch nicht unbedingt, oder mein Kanal hier. Und dann mit überschwänglichsten Argumenten daherzukommen, worum man denn diesem Netzwerk beitreten soll, weil man ist ja der beste, tollste, geilste, schönste und ja. Gut, das wusste ich schon vorher, aber ja, das... Genauso wie dieses Sub-for-Sub-Gedöns, es geht mir momentan auch ein klein wenig sehr auf die Nerven. Ich habe ja generell bisher immer zugestimmt, mal auf einem Kanal vorbeizugucken, wenn derjenige zum Beispiel geschrieben hat, ja, hey, super Video, bla bla bla, finde ich cool, guck doch mal bei mir vorbei, ja, so mal grob gesehen. Dann kann ich mir nur vorstellen, okay, guckst du halt mal, was er so macht, vielleicht kann man mal zusammen aufnehmen oder so, ist noch okay. Wenn dann aber... überschwänglichste Lobe kommen, die dermaßen überschwänglich sind, dass die schon sowas von falsch daneben sind, so wie, ja, ey, dein Kanal ist so geil, ich gucke jetzt alle deine Videos und boah und super und ja und guck doch mal bei mir vorbei, weil und so weiter, ist ja schwer groß zu werden und bla 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 bla.
Dann denke ich mir, ja komm, lass doch stecken, weil entweder dir gefallen meine Videos, dann merke ich das allerdings am Kommentar auch. Und wenn dann einer kommt und dann sagt, ja, ich gucke alle deine Videos jetzt, ja unbedingt, so hintereinander und, oh. Leute, jeder, der bis 5 zählen kann, merkt, dass das völlig daneben ist. Jeder, der bis 3 zählen kann, merkt, da stimmt was absolut nicht, der lügt. Und jeder, der bis 1 zählen kann, denkt sich, was ist das für komischer Vogel, reagiere ich nicht drauf. Das nimmt in letzter Zeit auch ein bisschen überhand. Ihr kriegt es auch so weit gar nicht mit, weil die von YouTube mittlerweile relativ gut raussortiert werden. Die sind dann unter Spam-Verdacht und dementsprechend kann ich mir die angucken und dann beachten, ja, ist es jetzt was, was man ernst nehmen kann, dass er wirklich Videos geguckt hat und es cool findet und einfach ein bisschen Kontakt sucht, dann denke ich mir, okay, schauen wir mal vorbei. Wenn es allerdings Kommentare sind, die dann am besten, das ist sowieso das Allertollste, man schaut auf den Google Plus Account und dann gibt es noch ein paar Pappnasen, die es nicht so ganz kapieren, dass man auch alles posten kann bei Google Plus, was man denn so hier verzapft auf YouTube. Und wenn man dann den identischen Kommentar, den man unter seinem Video hat, unter 80 verschiedenen anderen Videos findet, mit exakt dem gleichen Text, nicht mal irgendwie einen Namen reingeändert oder sowas, dann denkt man sich, der meint es bestimmt ernst, den muss ich jetzt abonnieren, Mann, der war so gut zu mir. Nein, denkt man sich natürlich nicht. Boah. Naja. Wir haben nur noch 8 Glowster und das? Das ist ein bisschen dünn. Naja, 2 machen wir uns erstmal. Gibt's in dem Modpack die Inverted Lamps? Inverted. No. Gibt es nicht. Schade. Inverted Lamps sind im Prinzip leuchtende Blöcke, die immer leuchten, ohne dass man Redstone anschließen muss. So, wie setze ich jetzt das Licht am schönsten? Vielleicht hier und dahin. Dann kleiden wir den Rest hier mit Marmor aus. Und zwar mit dem ungebrannten. Das sieht nämlich noch ein bisschen badähnlich aus, meiner Meinung nach. So, dann können wir das hier jetzt mit Wasser befüllen und hier irgendwie eine Art Treppe basteln. Mal schnell gucken, mit welchen Steinen ich das am besten mache. Und dann ist das Haus hier eigentlich äußerlich soweit abgeschlossen. Dann können wir uns schon das nächste langsam machen. Wo ich dann mit diesen vielen Sphären arbeiten möchte, also mit diesen runden Bällen. So, kann ich daraus eine Treppe formen? Nein, kann ich nicht. Warum denn auch? Dann würde ich sagen, dass wir die Treppe aus... Danke, Server. Aus Firwood Stairs machen. Dann nehmen wir nochmal ein bisschen normales Firwood mit, falls wir da irgendwo ausstopfen müssten. So. Also falls ihr selber irgendwie gerade einen kleinen YouTube-Account habt, mit dem ihr da ein bisschen rumspielt und so, und dann auch so viele Anfragen bekommt, weil ich nehme mal nicht an, dass es bei mir jetzt ein großer Ausnahmefall ist, dann ja, denkt mal drüber nach, ob denn das, was derjenige da verzapft, wirklich wahr sein kann oder ob das dermaßen euphorisierend rüberkommt, dass jeder sich denkt, was will der? Nee, glaube ich nicht. Und diejenigen mit nee, glaube ich nicht, sollte man nicht dadurch belohnen, dass man dann vielleicht noch Aufmerksamkeit schenkt und ja. Alles nur Effekthascherei. Da müsste ich aber eigentlich... Das kann ich ja gar nicht, ne? Ich will ja nichts sagen, das ist scheiße. Wenn ich das hier wegnehme und diesen Block hier... Ja, ich hätte die andere Axt mitnehmen müssen, weil mit der Lumber-Axt, wenn ich da drüber ziehe, dann ist halt alles gleich weg, ne? So, es ist nicht schön. Aber jetzt habe ich ja eigentlich... Also hier unten ist es schön, es gefällt mir. Wenn ich jetzt hier dann Half-Steps mache... Dass ich hochkomme, dann direkt auf die Half-Steps drauf... Das könnte gehen, das sieht vielleicht nicht gar so käsig aus. Machen wir uns die mal schnell. Ein Jetpack ist... Oh. Ja, ein Glück habe ich geguckt, ne? Kann in der Zwischenzeit sich mal schnell vollladen. Haben wir jetzt dank den mannigfaltigen Bedboxen ja einiges an Energie. So, da reicht mal 6 Stück davon. Und zum anderen mag ich es nicht, wenn man irgendwie
so die ganze Zeit angeschrieben wird. Weil dann kämpft man sich dermaßen durch den Text und irgendwie unterstrich ist es dann doch kacke, wo man eigentlich nur verarscht werden soll mit, ja, trete doch unser Netzwerk bei und ihr verdient ja garantiert mehr Geld als vorher. Weil, naja, Geld verdienen ist sowieso alles, ne? Und, hallo, es ist absolut unmöglich, wenn man einen Zwischenhändler hat, mehr zu bekommen, als wenn man das direkt macht. Das ist ganz einfach Mathematik. YouTube kann so und so viel auszahlen, was es tut, und wenn da noch einer dazwischen drin hängt und die Hände auffällt, dann kann nicht mehr rauskommen als vorher. Das geht einfach nicht. Dementsprechend sollte man mit sowas echt immer skeptisch sein. Das Einzige, was ich mir nur vorstellen könnte, wäre, wenn diese Netzwerke irgendwelche Sondervereinbarungen mit YouTube hätten. Was ich aber irgendwie auch nicht glaube, weil warum gehen sie dann Mini-YouTuber fangen? Dann müssen sie ja eigentlich groß genug sein. Ja, ja, Fragen über Fragen. Na, ich hoffe, das ebbt jetzt mal wieder ein bisschen ab, weil in letzter Zeit ist es echt ein bisschen nervig. Da kein Bock, ständig irgendwelche privaten Nachrichten über 50 Seiten mir zu Gemüte führen zu müssen und dann die eigentliche Zeit, die ich verwenden möchte, um euch Videos zu präsentieren und auf eure sinnvollen Kommentare einzugehen, damit verschwinden darf. Das ist ein bisschen ärger, Leech. So, wo habe ich denn jetzt die ganzen Eimer? Soll ich aber hin? Aber einer ist besser als nichts und dank Jetpack haben wir das Ding ja gleich befüllt. So, da ist die Quelle. Und aber eigentlich mal mehr, keine Ahnung, wo die alle hin sind. Ach ja, aber ich glaube, ich belasse es jetzt mal mit einer Folge aufnehmen. Das ist schon ziemlich spät. So, kann ich mir den schnappen? Den schnappen? Und den schnappen? Außerdem glaube ich auch jetzt nicht unbedingt, dass ich in der momentanen Müdigkeitsphase noch ein tolles Commentary über mehrere Folgen hinbekomme. Irgendwann ist man ganz einfach richtig weich in der Birne. So, aber der Pool steht. Die Aussicht ist halt ein bisschen dünn, ja? Eigentlich nur Baumzipfel. Und Baumwipfel, wie es eigentlich heißt. Ja, soviel zum Thema Commentary. Ja. Ich bin jetzt noch wirklich im Überlegen, weil ich habe gesehen, dass der Alex von da hinten her in etwa mit seiner Schiene irgendwann mal vorbeischnottern müsste. Müsste eigentlich hier sein. Wenn ich also hier in etwa den Bahnhof plane, bin ich gerade im Überlegen, ob ich dieses Sphärengebäudetürmchen zusammen mit dem Bahnhof mache, dass das auch eine Sphäre darstellt. Oder so ähnlich. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ja. Das ist im Prinzip die unterste Halbkugel, die mit dem Turm verbunden ist, dann der Bahnhof ist, der hier durchgeht, weil es wird nur eine kleine Station sein. Und ich mache einen großen Bahnhof und das andere getrennt. Kann ich denn von hier irgendwie hinüber? Und es sieht noch gut aus, weil eigentlich ist es hier ja hier ein Durchgang, ne? Habe ich da was hingestellt? Nö, das würde gehen. Könnte ich das Ferngedöns da hinstellen? Und hätte dann von hier aus auch schön die Aussicht, weil es dann genau hier hochgehen würde. Da reicht gar keine so blöde Idee. Und dann haben wir da dann noch einen getrennten Bahnhof, den ich halt in einem ähnlichen Stil dann bauen könnte. So, und dann muss ich mich noch ein bisschen entschließen, was für ein Material ich nehmen werde. Ich möchte nicht das blaue Holz nehmen, das habe ich jetzt in dem Haus verwendet. Ich möchte hier anders bauen. Was ist das da eigentlich für dunkles Holz? Deadwood. Wenn ich Deadwood zu Planken verarbeite, es geht überhaupt nicht. Aber für Akzente wäre schwarzes Holz doch eigentlich auch gar nicht schlecht.
Nehme ich jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen was mit. Ist ja blöd, das kann man nicht züchten. Das heißt, damit müssen wir echt ein bisschen sparsam umgehen. Sonst haben wir nicht viel. Hallo. Oh, ist da noch mehr da oben? Lass mich durch. Matisch nie und jeden nie. So. Da hinten steht noch ein bisschen was. Ja, also in dem Biom finden wir schon ein wenig davon, aber nicht so viel. Ich krieg so einen halben Stack aus einem so einem Gebilde raus. Okay, weil dann könnten wir nämlich auch uns überlegen, das Netherportal umzusetzen in das Feriengedöns. Und mein Jetpack ist schon wieder so gut wie... Halt, das ist die Hose. Hä, nicht das Jetpack. Schon gewundert. Gut, Freunde, aber ich werde mir darüber ein bisschen Gedanken machen, vielleicht auch ein bisschen Konzepte entwickeln. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, das Train Backs Back. Würde mich freuen, wenn wir dann wieder uns hier sehen und ihr euch die Folge anseht und mein unglaublich umwerfendes Commentary euch zu Gemüte führt, während ich hier am Minecraft zocken bin. Bis dahin, alles Gute, einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und Servus.